Herzlich willkommen bei Eshas Tarot, lieber Wassermann. Ich möchte einmal schauen, was dich energetisch in der nächsten Kalenderwoche schon erwartet. Die Kalenderwoche 18 beginnt am 1. und endet am 7. Mai. Da haben wir die Orakelkarte, die Treue. Oh Gott, ich finde diese Karte wirklich herzzerreißend, weil halt, wie gesagt, dieser Hund ist so treu, dass er seinem Herrchen selbst nach dem Tod noch nicht von der Seite weichen möchte. So, Wassermann, da haben wir nochmal die Hohepriesterin. Und ein Stillstand. Hier geht es ganz, ganz einfach gesagt, du musst nichts machen, du musst nur hinter jemandem stehen. Das ist so ein bisschen die Aussage dieser Kartenlegung, ne? Hier ist ein Stillstand, hier die Hohepriesterin ist eine sehr weise Frau, nicht unbedingt sehr aktiv. Sie ist eher mit Denkarbeit beschäftigt, ne? Hier geht es um Gedanken, um verschiedene Positionen einzunehmen, ein Urteil zu fällen, beziehungsweise auch das Verständnis für verschiedene Personen haben. Und mit der Treue glaube ich tatsächlich, dass du hier in dieser Woche in die Position kommst, dass du so ein bisschen hinter jemanden stehst, ihm den Rücken stärkst, ihm Zuspruch zusprichst. Also gut zuredest, dass du einfach sagst, okay, ich bin da, egal was ist, ich könnte hier sein. Ich mache mich so ein bisschen bereit, ich stehe in den Startlöchern. Wenn du meine Hilfe brauchst, ne, dann komm auf mich zu und wir können das zusammen regeln. Ne? Aber von dir aus, lieber Wassermann, würde ich nicht agieren. Auch wenn du da ein Unrecht im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei deinem Herzensmenschen, in deiner Familie siehst. Ne? Hier geht es tatsächlich in erster Linie darum, dass du treu bist, dass du einfach anwesend bist, dass du einfach dich bereit hältst, um eventuell zu helfen. Aber ganz wichtig in dieser Legung ist, hier ist keine aktive Hilfe drin. Du bist nicht in der Situation, den Kampf für jemand anderen auszufechten. Das muss ich jetzt auch einmal ganz, ganz deutlich sagen, ne? Hier geht es tatsächlich darum, Rat zu geben und Rat oder auch einfach Zuneigung zu spenden, aber hier nicht aktiv mit rumzurühren in dem Topf von anderen Leuten, ne? Auch wenn das immer sehr schwer fällt. Ich bin auch so, Löwen sind ja wahnsinnig gerechtigkeitsliebend. Sobald ich eine Ungerechtigkeit sehe, möchte ich am liebsten dazwischen springen. Aber auch das muss ich lernen. Und auch das ist so ein bisschen deine Aufgabe, lieber Wassermann, hier die Füße still zu halten und dich im Hintergrund zu halten, aber wie gesagt auch zu beraten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.